Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Jonathan Demmys Der Schweigende Lämmer ist einer der besten und spannendsten Thriller aller Zeiten. Er ist sogar einer der nur drei Filme bis ins Jahr 2024, die es jemals geschafft haben, die sogenannten Big Five Oscars zu bekommen. Ein Film, der bei der Preisverleihung die Preise für den besten Film, die beste Regie, den besten Hauptdarsteller, die beste Hauptdarstellerin bzw. das beste Drehbuch bekommen hat. Der erste Film, der dieses geschafft hat, war im Jahr 1935 die Screwball-Komödie von Frank Capra namens Es geschah in einer Nacht. 1976 war Stanley Kubricks Einer flog über das Kuckucksnest und 1992 dann Das Schweigen der Lämmer. Die Preisfrage ist, ob wir jemals wieder einen Big Five-Kandidaten sehen, aber man muss natürlich sagen, dass während wahrscheinlich die Screwball-Komödie von Frank Capra kaum jemand auf dem Radar hat, jeder weiß, dass Einer flog über das Kuckucksnest ein fantastischer Film ist, aber dass ein quasi einfacher Thriller wie Das Schweigen der Lämmer in diesen elitären Rang mit aufgestiegen ist, das ist, finde ich, schon eine kleine Sensation. Aber eine, die dieses absolute cineastische Meisterwerk definitiv verdient hat. Ich liebe Anthony Hopkins als Hannibal Lecter, Jodie Foster ist großartig, Scott Glenn, grundsätzlich eine unglaublich spannende und toll inszenierte Geschichte, weswegen ich extrem froh bin, dass es von diesem Film jetzt zumindest in England auch einmal eine 4K UHD-Auflage bekommt. Dabei ist hier hinten nur zu lesen, dass diese 4K-Präsentation in Dolby Vision ist und HDR10 kompatibel, aber wie wir dann später im Inneren von dem Booklet erfahren werden, handelt es sich hierbei tatsächlich um eine neue Restauration, die sogar der Director of Photography, Tak Fujimoto, persönlich abgesegnet hat. Damit ist auch das Color Grading im Interesse des Kameramanns und da können wir jetzt gleich einmal einen Blick ins Innere werfen. In meinem Fall hier handelt es sich übrigens um die Arrow Store Exclusive Auflage. Es gibt noch ein alternatives Cover Artwork, aber in diesem Fall musste ich den Schuber bei Arrow Video direkt bestellen, weil ich einfach bei Rare Waves zu spät dran war und den Release dort einfach verpasst hatte. Aber wir sehen hier einen, wie ich finde, sehr schönen matten Schuber. Dankenswerterweise sehen wir eben das bekannte Motiv von der Motte mit dem Totenkopf auf dem Backcover vom inneren Schuber. Das ist etwas, das es bei Arrow Video überraschend selten gibt. Meistens ist dieses Innenbackcover dann nur schwarz, weswegen die quasi noch einmal zusätzliche Schuber O-Card auch eigentlich irgendwie ihren Sinn verfehlt. Wir bekommen dann jetzt hier auf dem eigentlichen Keepcase auf der einen Seite dasselbe Artwork, das wir eben schon außen gesehen haben. Allerdings bietet Arrow Video bei den eigenen Releases ja immer grundsätzlich ein Wendecover an, das ich jetzt eben zugunsten der optischen Abwechslung hier auch bei meinem Exemplar einsetzen werde. Da wird natürlich niemanden überraschen, dass wir hier das bekannteste alternative Plakatmotiv zu diesem Film vorfinden. Im Inneren, und das ist ebenfalls wichtig, bei Arrow Video befindet sich nur eine einzige Disc. Wer eben auf Basis von dem brandneuen 4K Master eine Standard Blu-ray haben möchte, der muss ich leider die Standard Blu-ray von Arrow Video in diesem Fall kaufen. Aber wir bekommen dann hier zusätzlich verkehrt rum gedruckte Aushangfotos quasi mit eben demselben Kinoplakatmotiv immer auf der Rückseite, aber auch das quasi eine nette Beigabe. Ist das auch verkehrt gedruckt? Es ist auch verkehrt gedruckt. Sehr, sehr witzig. Aber auf jeden Fall zumindest das hier ein absolut großartiges Bild, auch von Anthony Hopkins, aber das ist natürlich bei weitem noch nicht alles, das auch in dieser Edition beiliegt. Da bekommen wir beispielsweise auch wieder auf recht dickem und hochwertigem Papier gedruckt ein Wendeposter, das natürlich eben die beiden Motive, die Arrow Video grundsätzlich bei diesem Release verwendet, zeigt. Auf der einen Seite das hiesige Schuber Außencover und dann eben auf der anderen Seite das zweite Schuber Außencover, beziehungsweise eben
alternatives Wende-Innencover. Aber auch damit noch nicht genug. Arrow Video hat auch bei Das Schweigen der Lämmer natürlich wieder ein Booklet beigesteuert. Auch hier wieder mit Ausschnitten aus den bekannten Plakatmotiven außen drauf. Da gibt es circa 40 Seiten voll mit verschiedenen Essays zu diesem Film, beziehungsweise mit ganz offensichtlicher Platzverschwendung, um auf eben jene 40 Seiten zu kommen. Dazu bekommen wir eben hier trotzdem finde ich eine recht nette Gestaltung. Man erkennt teilweise schon die recycelten Motive, die man eben auch auf den Art Cards in dem Keepcase noch vorfindet. Allerdings gibt es hier im Booklet noch ein paar Motive mehr. Und ganz zum Schluss werden wir dann natürlich ganz besonders, das ist ja Wahnsinn, ganz kurz dabei verharren, was uns das Booklet über die Restauration verrät, eben das 35mm Kameranegativ in 4K bei E-Film und gescannt und restauriert und dann gegradet mit Approval von Fujimoto, was ich absolut großartig finde. Aber das ist eine absolut großartige Edition für einen der meiner Meinung nach besten und spannendsten Thriller aller Zeiten. Einen, eigentlich muss ich wirklich sagen, meiner absoluten Lieblingsfilme, weswegen ich sehr, sehr froh bin, dass Arrow Video diesen Film unter ihre Fittiche genommen hat und ihm in diesem Jahr eine der wahrscheinlich besten Arrow Video Editionen spendiert hat. Das mit Sicherheit eines meiner großen Release-Highlights in diesem Jahr. Da darf man ja natürlich nur hoffen, dass andere Labels hierzulande, die immer wieder mit MGM verbandelt sind und vielleicht auch eben mit Arrow wieder immer wieder zusammengearbeitet haben, wie beispielsweise Cape Light oder Play on Pictures, sich irgendwann einmal dieses Films annehmen und etwas Vergleichbares auch zu uns bringen, weil das, was hier von Das Schweigen der Lämmer vorliegt, ist definitiv absolut großartig.